So. Euch ist bewusst, ne, dass wir das nicht schaffen zu dritt, ne? Muss ich schon wieder TikTok neu starten? Boah, ist das nett. Zieht euch mal Klamotten an, das ist doch Ja, Kacke. sehr geil. Ich bin Aber. aber an den Klamotten, das kann ich mir nicht vorstellen. Na, TikTok traue ich dir schon zu. Meine TikTok ist da sehr Stimme. eigen. Ihr müsstet jetzt eine eigene Lobby nochmal zu dritt Ich aufmachen glaube, wenn oder du zu viert. rausgehst, kriegen wir doch hier irgendeinen Boah, Kontakt an geil. den König. Weiß Ich ich nicht. sage euch. Geh mal raus, probier's mal. Ach, ich habe 150 nur? Ich darf jetzt erst am 24. Mai wieder live gehen. Was soll denn das jetzt? Jo, ich. Also Wir haben es geschafft, dass Fünfer gebannt worden ist. ich bin raus. Du bist Nee, raus. schau, Danke ihr müsst. dir. Danke dir fürs Umfeld. Ich bleib schon noch ganz kurz so, aber für eine Runde ist es. Und hau doch Naja, bitte noch jetzt mal auch. einen SO für die liebe Lady Sophia rein, für die liebe Anni. Natürlich mache ich. Anni, nochmals vielen, vielen Dank für deinen Raid und willkommen an alle Raiders und hi. Ich bin der Phil. Und wir zocken gerade mit dem lieben Zockarena und mit dem lieben Professor Disconnect. Wir beide auch Sexuelle auf Twitch und wir haben gerade hier sehr intime Momente. Bungee. Hä, was Sexuell. habe ich falsch gemacht? Ich wurde. Jungs, wer macht denn die Lobby auf? Geht den Scheißdreck Gar an. Ich nicht. wurde gesperrt wegen sexueller Ausbeutung und geschlechtsbezogene Gewalt. Habe ich euch ausgebeutet? Ja. Ja. Ach so. Einfach gespannt worden. Dann zieh dir halt mal was an, Junge. Ihr seid doch die Nackten, die man sieht. Ich bin doch bloß oberkörperfrei. Was ist da ganz so Ja, schlimm? weil TikTok sagt, widerlich siehst du aus. Achso. So, was muss ich Ich jetzt dachte, wieder? ich wäre ein hübscher Gogo-Tänzer. Jetzt muss ich wieder so ein Mehrspieler-Ding machen hier, oder? Sehr, sehr gerne, meine Liebe. Sehr, 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 sehr gerne. Guck mal, Mehrspieler? ich bin doch hier ein hübscher Mann mit Ist Pimmelnasenmaske. eure, ist da eine Lobby offen oder muss ich eine aufmachen? Es muss jemand eine aufmachen. Wer macht denn eine auf? Einer von euch, oder? Ich mache eine auf, komm, gar kein Dann musst du aber Problem. den, dann musst du uns aber den Code geben. Ich Also code nicht den Code dich. zum Naschen, sondern den Code zum Reißen. Maximale Auf Spieler 4. privat. Auf privat. Genau. Deutsch, Region, Europe. Sehr guten Körper und eine Privat ist Pimmelnase. aktiviert. Lobbyname ausblenden. Mache ich. Wie ist denn der Ja, Name der genau. Lobby? Erstellen. Wie ist er denn So. da mal, glaube ich, erstellen? Und jetzt muss ich euch einen Code schicken. Genau, da gehst du auf die Ja, mittlere Tafel. steht kopiert. Da steht Und dann schickst du uns Lobbypasswort. irgendwo rein. Genau, und da musst du jetzt mit der Maus da drauf bleiben oder Schieb auf ihn Kopieren. rein. Schieb. Kopieren. Und jetzt kann ich das schicken. In Ja. Discord. Auf Livestream, also Live-Chat für Stream, da ist ein kleines Chatfenster, da kannst du da reinschicken. Schick ihn rein, du Stück. Ach hier. Willst du dich da bitte immer muten, da kann ich mich hier wieder entmuten. Steck ihn rein, du Stück. Oh. Hast du jetzt mal reingeschickt? Ah, jetzt. Ja, ich bin schon. So? Hast ihn jetzt mal Ja. reingesteckt. So. Jetzt geben wir uns so richtig die Blöße ohne die Maggie, sag ich euch. Ja, wir hätten noch Platz für jemanden jetzt, aber ich bin in Achso, den ach TikTok stimmt. gesperrt. Wer will denn mitspielen? Wer von euch aus meinem Chat, der hier gerade so zuguckt, möchte denn mitspielen? Für einen haben wir jetzt wieder einen Platz frei. Vielleicht jemand mit Erfahrung? Oh, mit Erfahrung, das wäre ganz gut. Bungee! Viele Leute sitzen da Benji. vielleicht. Benji. Oh, Benji. Benji. Bungee. Guck, jetzt kommt er. Ich hab's richtig gesagt. Jetzt bist du ja immer noch nackig, bloß mit einem anderen Oberteil. Geil, Oh. oder? Du bist eine sehr, sehr hübsche. Oh, du siehst so richtig lecker. Du siehst so lecker aus, wenn du deine Ey, du Lecke. wenn deine Wangen so rumschwabbeln. Was steht denn da dran? Was? Fuck hier, Hahn, Hein. Was? Was? Fuck you, Hain. Fuck you, Hain. Was passiert da? Fuck hier, Hein. Ich drück mal P. Warte mal. Fakir Hanne. Passiert ja gar nichts. Langweilig. Oh, meine Stimme geht auch so langsam dahin. Aber geil. Sehr, sehr geil. Es ist sehr. Du bist. Kennst du nicht die Werbung mit diesem Typ von Edeka? Du Ja. bist sehr, sehr geiler Typ. Der Wie Lichtenstein. du das alles so machst, Welche das Map ist machen wir? sehr, sehr geil. Welche Map wir machen?
Ja, am liebsten wäre mir ja die zweite Map, weil ich will die Samantha, will ich noch sehen. Die Samantha. Okay. Okay. Was ist mit Zocki? Wo ist er? Kacken. Ah. Ich nehme mir mal. Na ja, klar. Wie viel Geld habe ich? 1000? Ne, 6000. Ich nehme mir Kruzifix mit. Kruzifix im Sonnenschein. Nein, da sag ich gar nicht nein. Man kann aber höchstens zwei Kruzis mit. Hab ich gehört, ja. Also maximal eine 2, okay. Ja, einfach von TikTok gebannt wurde. Geil. Wurdest du ausgebeutet? Hallo, ich rede mit dir, du Spitzgesicht. Wurdest du ausgebeutet? Rede mit mir. Du Schwitzgesicht. Mit McDonald's M. Rede mit mir. Der Prof muss tanzen. Was, ich muss tanzen? Er tanzt. Also. Der kann nicht antworten, der muss schon wieder tanzen. Ja, was machen wir? Haben wir noch eine vierte Person, die sich auskennt? Ja, was ist denn hier los? Ja, ja, sehr schön. Alter, ich habe mich so erschrocken, meine Stimme ist gerade ein bisschen da hinten. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich klinge gerade noch ein bisschen tiefer als sonst. Ein bisschen tiefer. Und tiefer und tiefer. Hey. Hey. Wie tief kannst du eigentlich vertragen? Hast du schon mal gemessen? Also sind wir bereit oder kommt da jetzt noch jemand? Ja, ich habe keine Ahnung, was mit dem Profil ist. Wir haben da gar keine Materialien, oder? Wir haben da gar nichts hinzugefügt. Ich weiß nicht, wie das geht. Warte mal. Hier irgendwo, gell? Mich hat's rausgehauen. Wieso hat's mich rausgehauen? Wo rausgehauen? Hast du mich gerade rausgekickt? Weiß ich nicht. Was habe ich gemacht? Ich bin alleine. Ja, ich auch. Uns hat's gerade rausgehauen. Lol, die Lobby wurde aufgelöst. Was hast du gemacht? Vielleicht habe ich mich verklickt. Was hast du denn gemacht? Ich habe auf Verlassen gedrückt. Ich soll fragen, ob das im Hintergrund der schnarcht Mackie ist. Was? Der schnarcht Mackie ist, ob das im Hintergrund der schnarcht Mackie ist. Ich das Schnarchen im Hintergrund bin. Was denn für Schnarchen? Hier schnarcht dann niemand. Was, müssen wir jetzt wieder in die Lobby oder was ist denn jetzt? Ne, der muss eine neue aufmachen. Habe ich schon, der Code ist schon drin. Ich darf nicht auf Verlassen drücken, habe ich gerade gemacht. Ja. Ich habe mich schon gerade gewundert, hat er mich gekickt? Will er mich nicht mehr dabei haben? Ist das so arrogant schon geworden, so abgehoben? Ja, so bin ich. Ist doch geil. Dicht drauf. Was brauchen wir denn da jetzt so? Ein bisschen Stuff brauchen wir. Pitti sagt, es schnarcht jemand bei dir im Hintergrund. Willst du bei mir irgendwas schnarchen, wenn du bei mir ins Stream gehst? Also eigentlich ja nicht. Und wenn, dann ist es hier das ist kein Schnarchen, das ist hier diese Ventilatoren von dem Spiel. Also Schnarchen tut bei mir nichts. Ich kaufe jetzt eine Taschenlampe. So. Reicht, oder? Warte mal, ich kann ja auch noch was kaufen. Guck mal, ich habe noch zwei Kruzifixe, ich habe noch Beruhigungspillen, zwei Stück, ich habe eine Kerze. Nichts davon brauchen wir. Taschenlampe ESG. Das ESG hat noch nie funktioniert. Sie lacht. Also ich weiß ja nicht. Hä, was habe ich gemacht? Wieso lacht sie? Hier, EMF ist immer gut, oder? Ja, das ist immer gut. Und weißt du, was noch besser ist? Von hinten. Wenn du nackt bist. EMF ist automatisch drin. Wie jetzt? Warum kaufe ich das dann? Aber was ist denn dieses Fulu? Das ist Räucherstäbchen. Alter, jetzt hat hier gerade jemand EMF-Sound angemacht bei mir. Das zündest du an. Kann der nackte Typ mal da weggehen? Das kannst du anzünden. Und dann zeigt der Geist mehr Interaktion. Also es bewirkt nicht wie bei Phasmod den Effekt, dass er dann weniger Interaktion macht. Wenn du mal draufklickst, dann kannst du es ja auch lesen. Achso. Kann ich ja mal machen. Ich verstehe gar nichts. Ich gehe jetzt einfach in so ein Level rein. Alles Mann erhöht die Geisteraktion. Ich will doch nur töten. Mehr will ich doch gar nicht. Okay, ihr braucht insgesamt drei Taschenlampen.
Drei Taschenlampen. Drei Taschenlampen brauchen wir. Wir haben zwei. Warte, dann kaufe ich mir hier noch eine. Bestimmt der Proffel keine. Weil ihr wollt ja, dass ich hier mir selber was zeigen muss. Taschenlampe. Taschenlampe haben wir jetzt drei, ja. Jetzt passt's. Und wo gehen wir jetzt rein? In welches Level? Eine sehr, sehr starke, junge, schöne Frau. Wo steht das hier, wo wir reingehen? Sehr, sehr gut. Hier, oder was? Das hast du mir vorhin auch erzählt. Abandoned House. Cyclone. Was? Ich weiß es nicht. E. Are you ready? Ja, yeah, I'm ready. Warte. Drück das aber auf. Bitte nicht wieder kicken, ja? Nee, ich drücke jetzt nicht mehr auf Verlassen. Vielleicht wäre noch einmal Beruhigungspillen nicht verkehrt, weil ihr habt nur... Ich hab meine zwei da hinzugetan. Ich sterbe eh. Okay. Das ist eine gute Einstellung, dass du eh stirbst. Ich hab nicht vor zu überleben. Das wird schon... Was soll ich jetzt holen? Ja, bereit sollst du drücken. So. Ja, genau, bereit. Drück doch mal bereit. Junge. Bereit. Sei mal ready jetzt. Die ganze Zeit zu tanzen. Ja, Mann, sei mal lieber ready. Ey. Bei mir spielt gerade ein Sound nach dem anderen. Bei mir gar nichts heute. Bei mir ist heute ein bisschen tote Hose. Bei mir heute einer nach dem anderen die ganze Zeit schon. Hin und wieder höre ich so ein paar Geister-Sounds. Das reicht mir aber. Ich will mal diese Elevator. So, ich nehme das EMF-Ding da. Jetzt kriege ich so einen Mitleidssound von der Maggie. So, mein Kruzifix nehme ich mit in die Taschenlampe. Oh, der Sound ist geil. Das da. So, ich glaube, ich bin voll. Okay, ich mache das jetzt. Ich weiß, wie es geht. Cyclone Street. So. Samaras Haus, ne? Warte mal, Jungs, ihr geht ja einfach voraus. Ja, weil du nur rumstehst. Yeah. Ja, ich muss hier gerade mit meinem Chat interagieren. Soll ich dir sagen, wer das ist, oder willst du dich weiter ärgern lassen? Ach, mir ist es doch egal. Ich lass mich doch nicht ärgern. Ich find's doch voll gut, dass endlich mal die Sounds richtig benutzt werden. Du meinst den Kamehameha, oder? Das ist der liebe Mr. Dustin. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Alter, wie sexy ist denn bitte dieser Einteiler, den du anhast? Geil, oder? Ja. Boah, du bist ja voll eine mein... Eine sehr, sehr hübsche Schnitzel. Junge Frau. Übelste Schnitzel. Oha. Mein, der Kerl ist es nicht da. Was, wer ist es denn dann? Die Maggie. Hier ist schon was, nee. So. Alter, was? Concentrate. Hä, wo bin ich? Auf welcher Schwierigkeit spielen wir? Auf schwer. Was? Nein, Limbo. Ich bin im Keller, ne? Limbo! Das ist Skecklepop, darf ich nicht sagen, hab einen Messer bekommen. Ah, okay. Skecklepop, echt? Mein Kanzler, was du willst. Der ist schon da, der ist schon hier. Mariah Room. Alter, wo seid denn ihr? Geht nicht auf, ne? We will come for you. Hallo? Hallo? Hab ich irgendwas verpasst? Nee. Aber ich gehe schlafen. Ich bin seit 4 Uhr wach. Viel Spaß euch noch. Was war mit den Tarotkarten? Vielen Dank für deinen Raid und vielen Dank fürs kurze Dasein mit meiner Liebe. Und ich wünsche dir eine sehr, sehr gute Nacht. Ich weiß nicht, die Maggie hat gesagt, we benutzen. Will come for you. Oh, diese Sounds, die haben gerade Überhand. We will come for you. Da war ein Schrei. I will come for you. Die Tarotkarten sollst du benutzen. Soll ich bestimmt nicht benutzen. Doch. Vertrau mir. Ich glaube, ich muss da mal einen Cooldown reinmachen in den Sounds. Das ist gerade ein bisschen viel. Oha. Oha. Hallo, was war das? Hallo? Da ist was vorbeigelaufen an mir. Ja, bei uns hat es sich gerade verdunkelt. Wer ist uns? Mariah Room. Achso, dafür müssen wir einen Schlüssel finden. Aber ich will hier mal. Na, was willst du denn hier mal? Erzähl doch mal. Meinst du recht? Komm auf jeden Fall. Ist kaputt? Einer ist immer der Loser. Kann es sein, dass wir noch nicht mal gefunden haben, wo der ist? Nee, haben wir noch nicht. Nee, wir haben gerade mit Kreuz rumlaufen. Na ja, Mann.
We will come for you. Da war ich schon. Das ist die Partystimmung. Das ist aber auch schon ein bisschen behindert, wenn da einer steht. We will come for you. Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. On. Bang, voll in die Fresse. Power Rangers. Gute Nacht, Maggie, gute Nacht. So, ich bin jetzt auch mal raus. Viel Spaß beim Sterben, gute Nacht. Vielen Dank fürs Dabeisein, das weißt du ja. Und gute Nacht. Gute Nacht, Maggie, schön, dass du uns am Anfang noch geholfen hast. Alter. Smile. Warum macht er das bei mir? Geh doch weg einfach, geh doch einfach weg. Der hat ein Foto. Danke dir. Der Geist hat ein Foto von mir gemacht. Vielen lieben Dank. Wo seid denn ihr überhaupt? Ich bin ja ganz allein im Keller. Da bin ich schon lange weg. Wir brauchen jemanden, der uns koordiniert. Tschüss. Ach, das ist der Proffel. Smile. Samantha, lass mich in Ruhe. Samantha. Ja, yeah, Baby. Ich würde dich gern mal vernaschen. Du bist scheiße. Wunderschönen guten Abend. Ich komm nicht klar. Es wird schon wieder verdunkelt hier. Warum ist hier schon wieder verdunkelt gewesen? Das ist so lustig. Ich sag irgendwas zum Aktivieren und 5 Minuten später kommt der Proffel. Smile! Und hinter ihm rennt immer der Halbnackte mit seinem Kruzifix. lol, hat hier gerade Licht ausgemacht. War ich. Also. Ich verstehe die Welt. Ich weiß nicht warum, aber wir finden den nicht. Vielleicht habt ihr ja am Wochenende nochmal Bock dazu. Ja, denk schon. Ist doch Wochenende. Ja, aber sie muss arbeiten. Ach so, haha. Meine Wochenende. Ach, du bist ja noch da. Ja. Ja, über mein Mikro hörst du ja gerade. We will come for you. Oh. Was? Hey, ich versteh's nicht. Wo ist denn der? Gute Nacht. Ich hab noch nicht. Guck mal. Noch, der Schuh ist ja auch noch da. Meine Kakerlake hat noch nicht einmal irgendwie reagiert. Was ist mit denn da? Maggie, bist du noch da? Nee. Was ist mit denen jetzt? Mach doch mal. Frag nicht. Mach einfach. Ist doch egal. Probier's mal aus. Sei mal nicht so Pussy jetzt. Mach mal. Drück mal. Mach mal. Hallo. Void. Aktivier mal. Was passiert jetzt? Viel Spaß. Aktivier doch mal. Wer ist jetzt tot? Tja. Gar nichts. Ich bin nicht tot. Siehst du? Wir leben noch. Wir leben noch. Also ich glaube, der ist im Keller, weil da unten ist er vor uns bei mir gerade voll abgegangen. Ja, aber irgendwie bei mir nicht. Warte mal, ich will dir einen Stromschock verpassen, komm her. Nein, ich mag das nicht. Komm mal in den Raum hier, wo das Bett ist, bitte. Beschmeiß dich mit Caker Lakes. Ja, der ist hier unten. Hä? Wo ist denn unten? Unten im Keller, wo das Bett ist, dieser Exorzistenraum. Da, wo das Bett ist. Da lässt das jetzt gut gehen. Du Stück, du. Ich höre Stimmen, Ich habe einfach so mit so einer fetten Nase in dem... Kurwa. Bei mir ist der Grudge. Gott, ey, ist das unheimlich, wenn das... Ah, dieser Grudge-Sound, der ist so ekelhaft. Hier bei dem Bett. Ja. Sind wir jetzt alle... Du bist so sexy. Prof, du bist so scheiße sexy. Was willst du machen? Was willst du machen? Hast du... Du kannst später an mir lecken. Kannst du jetzt mal hier gucken, ob du einen Ausschlag hast? Nein, null. Schon die ganze Zeit. Jetzt noch, ich habe noch nicht einmal einen Ausschlag gehabt. Nirgendwo. Ich war auch schon überall. Kam hier irgendwas an dem Ding? Nee, gar nichts. Bloß Rubel, come for you. Sag's nochmal bitte für mich. Das ist so überflüssig. We will come for you. Hey, das habe ich im Spiel gehört jetzt. Das wurde mir gerade angezeigt. Du kannst die Taste V drücken. I will come for you. Ah ja, tatsächlich. Und dann... Shut the fuck up. Ah. Geist, bist du da? No. Behind you. Bei mir gibt's so einen Sound. Was ist hier mit Mariah Room? Mit so einem Mädchen. You. Die sagt dann auch, I see you, I'm behind you. Ich glaube, da kann man einen Schlüssel finden, oder? Hier ist doch so ein Schlüsselsymbol. Da kann man doch bestimmt irgendwo so einen Schlüssel finden.
Warum haben wir denn jetzt so eine schwere Map? Das ist doch scheiße. Das ist die Anfangsmap, die ist nicht schwer. machst du das? Ja. Das ist für mich schon zu viel. Also ich habe nirgendwo einen Ausschlag. An mir kann es nicht liegen. Ich habe meinen Job erledigt. Ich gehe jetzt. Was macht der da? Hallo? Aber man muss den immer erst so finden, oder? Mit diesem EMF-Ding. Ja, ja. Aber normalerweise müsste hier irgendwann Samantha kommen. Samantha! Pardon. Hä, aber das Haus ist doch gar nicht so groß. Wo soll denn hier was sein? Ich stelle jetzt einfach mal hier das Ding auf. Mal gucken, was aggressive. Oh, oh, jetzt geht's los. Hä, was ist jetzt los? Ich habe Tarotkarte aggressiv gezogen. Oh, oh. Warum liegt da so ein... Das ist das Ding. Das habe ich gerade hingestellt. Einfach nur so. Das muss ich in echt Leben, wenn ich mich mit dir unterhalte, auch mal machen. So einfach, wenn man näher kommt. Ganz nah ran. Unangenehm. Gesicht an Gesicht. Einfach so labern, so hallo. Ich habe echt das Gefühl, bei uns drei Blem-Blem-Typen kommt kein Geist. Der hat keinen Bock auf uns. Ich glaube, der hat mehr Angst vor uns. Wo seid ihr hin? Mariah Room! Abaddon! Abaddon. Hä? Wir brauchen die Maggie. Lachen, ne? Wir können das nicht ohne Maggie. Ja, ich hab seine Pillen. Ja, jetzt ist er hier. Wo? Ich hab EMF. Die Maggie hat gerade gesagt, die hat das Fenster jetzt offen. Jetzt können mich meine Nachbarn auch hören. Wo bist du? Ich gehe gerade aus dem Keller hoch. Ich nehme mal eine Pille, ja? Nein. Ich bin nämlich am Boden. Hier, ich bin hier. Hi. Führe mich. Nein, wo soll der sein? Wo ist denn dieses Hi? Oben war der gerade, aber... Behind you. Wenn du EMF hattest, dann... Welcome, Stranger. Oh, jetzt ist Unschärfe hier. Was heißt? Jetzt sterbe ich gleich, oder? Bin ich jetzt gleich tot? Stranger. Jetzt bin ich aber gleich tot. Ich glaube, ich bin jetzt... Wie viel Ausschlag hast du? Null. Verstehe ich nicht. Wie kann der mich denn handeln, ohne dass ich Ausschlag habe? Ah. Nee, dann wieder. Geh mal vor in den Keller, wo du Ausschlag hattest. Ich hatte noch nirgends Ausschlag. Bist du schon im Keller? Nee. Da ist aber noch da oben und pimmelt da rum. Gute Nacht. Ich verfolge dich mit dem Kutzen. Schlaf gut. Stück, geh schneller, geht aber in den Keller. Ich verstehe das nicht. Bei mir ist überall null, egal wo ich hingehe. Hier gibt es eine Terrasse, das habe ich gar nicht gewusst. Nein, Spende bitte. So, geh jetzt mal in den Keller. Die Angie ist da, aber die hat keinen PC. Jetzt wäre sie da, aber ohne PC kann sie nicht mitspielen. Verstehe ich nicht. Jetzt geh doch mal in den goddamn Keller, Mensch. Da war ich doch schon 18 Mal. Ich habe hier auch das Spermaflecken. Hier ist kein Geist. Ja, es ist einfach keiner da. So, jetzt bleib mal stehen und dreh dich mal um. Ich will mich auch mal begutachten. Oh, jetzt geht das los. Jetzt wichst er sich wieder ein. Schaust du dich jetzt ernsthaft in meinen Stream an? Natürlich. Ich werde hier, ich fühle mich so benutzt. Mhm. Du bist also ja auch ein Stück. Bin ich auch gewohnt. So, wir warten jetzt hier dein Dingsausschlag. Ich, ja, da drin. Broffel, da drin. Ich sage da drin. Es zum letzten Mal, ich hatte noch keinen Ausschlag. Also so. Jetzt. Doch, und Instant 4. Ja. Fünf. Oh. Alarm. Okay, warte. F5 habe ich eingetragen. Ich auch. Suche noch Wichs, okay. Ich suche noch Wichsflecken, ja. Okay, ich habe hier was zum Reden. Ja, red mal. Abaddon! Hallo, bist du da? Abaddon, das ist so ein Kunde, ne? Stellt euch mal, versetzt euch einfach mal ganz kurz in die Lage. Wir wären wirklich hier und wir würden uns sicher benehmen. Also, wir wären die Hardcore-Geist-Austreiber der. Wir wären instant tot. Wir müssen hier, dieser Raum ist es. Dieser Raum ist. Bist das. Du männlich? Ja. Hallo, hinter mir ist die Tür zugegangen. Hat das jemand die UV-Lampe? Hallo, Geist. Das war ich nicht. Hallo, nee, Geist. Bist du da? Ach, Mann. Hallo. Wie lautet dein Name? Abaddon! Bist du männlich? Oh, ich bin eingesperrt. Ja. Bist du weiblich? Bist du gut? So. Bist du böse? Bist du jung? Bist du alt? Du bist einfach zu sexy, um rauszugehen. Du gehörst eingesperrt.
Du wirst hier von so einem Maskenmann verfolgt, weißt du das eigentlich? Ja, ich bin aus dem Zwingerclub. Könnt ihr mal irgendwas machen, dass wir hier mal weiterkommen? Keine Ahnung. Ich hab bloß das komische Ding, wo man die weißen Flecken sieht. Und der Profil, der rennt hier nur als nackte Frau mit Kruzifix rum. Hier ist er. Hier drin er wieder. Das ist der Professor, aber ist ja wurscht. Ich verstehe immer, wenn du Profil sagst, immer Profil, also mich. Geist, bist du da? Geist, bist du hier? Gebe uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Schalte das Licht an. Gib den Zocki einen Finger am Po. Turn on the lights. Turn on, push your fingers on. Push the button. Abaddon! Geist. Das ist wie so ein Behinderter. Wie bei, was geht hier los? Ich wette mit dir das nächste Mal, wenn der im Supermarkt an der Kasse steht. Abaddon! Oh, Hallöchen. Bardo, vielen Dank für deinen Raid mit einer Person. Jetzt kriegt er schon wieder einen Raid. Spinnst du? Warum raiden dich denn alle? Aber nur mit einer Person. Das war bestimmt einfach nur total gut gemeint von ihm. Oder ihr. Ich glaube, er ist ein. Wie kriegen wir jetzt hier einen Geist? Was hat denn der Profil da noch so stehen? Weil jetzt hat er schon wieder zu. Ich glaube, der ist hier drin. Der macht die Tür zu. Ja, das kann gut sein, aber ich kann ja nichts machen. Ja, ich habe aber Angst hochzugehen. Da kommt dann die Samantha. Hallo, Geist. Hallo. Ey, er ist mit 3 Mods geradet. Hä? Und zeigt aber bloß einen an. Das ist ja blöd. Dann Hallöchen an alle 3. Hallöchen. Profil. Bist du noch da? Also ich wollte gerade sagen, das klingt wie bei South Park mit diesem Timmy, wenn er Abaddon sagt. Abaddon! Ich bin ein Scorer. Kann jetzt mal bitte, der Broffel, hast du irgendwas dabei außer dem Kreuz? Nein. Was ist mit dir? Du bist halt so gar nicht hilfreich. Oh shit, das war die Alte. Oh shit, oh fick dich doch einfach, fick dich. Das Abaddon! Mariah! Habt ihr das nicht gerade gesehen? Tell me your name. Den Hodensack hier ist ein Ball. In kaltes Wasser hängen. Digga. Den Hodensack in kaltes Wasser hängen. Ist hier was bei dir? Hast du auch schon? Hä? Ich versuche dauernd zu sprechen. Ich habe schon. Wurde die Klinge an den Hals gehalten. Oh, und hier wurde die Klinge an den Hals gehalten. Den 5er Ausschlag haben wir ja schon. Dann brauchen wir ja nicht mehr. Genau richtig. Jetzt müssen wir brauchen jetzt so entweder die Tafel. Das ist heute tatsächlich richtig Unterhaltung pur hier. Das macht richtig Spaß. Die Tafel oder, das ist so ein widerlicher. Warum sehe ich in meiner Lupe einen kleinen Mini-Pimmel? Das ist deine Nase, Mann. Ich hole jetzt mal irgendwas, das uns vielleicht weiterhelfen könnte. Bleib du mal weg. Du bist immer hinter mir. Wir brauchen UV-Lampe, weil ich alle Angst allein habe. Samantha war gerade da. Geh doch zur Profiline. Da, wir nehmen das mal mit. So. Ich will nicht von dir verfolgt werden. Du bist voll der Raper. Was bin ich der Raper? Ja, ich will doch bloß mit Ihnen über Gott reden. Kommen Sie doch her. Das ist so cringe. Jau ab. So, hier ist die Lampe. Nimm die mal. Ja, okay. Ich nehm mir mal ein paar Pillen, wenn ich die nehmen darf. Nein. Warte mal, hier, was. Ich habe keine Wichsflecken gesehen, ich nehme mal die Lampe mit. Darf ich dich anleuchten? Du darfst dich mir anschließen. Los. Dock dich von hinten ran. Was? Angie hat Männerbesuch? Boah, die. Oha, die Angie wird gerammelt. Und während sie dabei stammelt. Wir hatten hier. Wo seid ihr? Die Angie hat bestimmt einen Cock in dem Maus. Ja, oben. Nein, wir gehen gerade wieder runter. Oh. Wer ist tot? Bist du tot? Nee, aber hier ist alles. Der lebt doch noch. Du siehst ihn doch, hä? Hä? Was ist denn jetzt? Haben wir jetzt hier was? Ja, er hat jetzt eine Lampe. Schau mal, ob du da irgendwas. Der hat doch schließe eine Tür. Der hat dir die Tür die ganze Zeit berührt. Schließe eine Tür. Schließe diese Tür. Oh. Das war ich. Okay. Ach so. Für was brauche ich jetzt das Ding hier? Ich stelle das hier einfach mal so elegant hier so hin. So. Oh, schön. Okay, was macht das Ding jetzt? Einer ist immer. Benutze dieses Ding. Benutze dieses es. Ding. Das ist ein sogenanntes, das ist so wie bei Phasmo ein Dots-Projektor. Ich verstehe das nicht. Oh, okay. Ich kann verstehen, dass du Dinge nicht verstehst. Ich brauche einfach Unterstützung. Ich kann das nicht alleine. Hörst du das? Leute, der bewegt hier gerade diese Stühle. Kann der Profi, was ist denn mit dem Professor los? Der steht nur da mit seinem Kruzifix. Alter, guck mal, was er macht. Geh mal dahin mit deinem Kruzifix. Ich geh mal mit dem Leuchteding hinterher. Leuchteding.
Hier ist ein Leuchteding. Ich schmeiß das mal hier hin. Leuchteding, zack. Nein. Zack, Leuchteding. Und Attacke. Schließe die Tür. Gebe uns ein Zeichen, schließe die Tür. Mach das. Oh, warte, ich habe noch so ein Rededing. Abaddon! Rededing. Abaddon! Der Stuhl! Hör auf, den Stuhl zu bewegen. Perfekt, danke dir. Jetzt kann ich mich setzen. Er hat gerade. Geist, graue mir den Sack. You need to shut the fuck up. I like big butts! Oh, er hat sich was gemacht bei Big Butts. Sag mal, was hat er? AI! Ist direkt rein in den Zock, direkt in den Zocki rein. Fuck. Ich bin raus, ich hab Angst. Kann mal einer jetzt, Geist? Mit wenig Spiel. Und zwar sind wir eine Community, wir nennen uns alle Bunch of Crazies. Und der ist einmal der liebe, der Leader von uns, der liebe Professor Disconnect. Seit wann ist der Leader? Der ist einfach nur aus dem Osten. Die junge Frau da. Und einmal der Zock-Arena. Lol, hallo, hallo, Geist, lass mich. Und einmal der liebe Zock-Arena. Mit denen spiele ich da gerade. Haben wir jetzt irgendwas hier, damit wir den aufdecken können? Ich weiß es nicht. Was brauchen wir denn dafür? Ich habe einen Kruzi und ich habe hier eine Taschenlampe. Ich habe was zum Reden. Okay, aber das ist der richtige Raum, ja? Ja, Geist. Keine Ahnung, keine Ahnung. Das kann gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Geht ihr mal weg. Ich muss hier reden mit dem Geist. Du bist ein Pimmel. Eigentlich will ich nicht. Der war hier gerade schon. Ich habe schon Angst. Prof, lass mal rausgehen. Lass mich mal reden. Klosterfrau Melissengeist. Fleischklößchen. Macht, geh raus, Tür zu, Fresse halten. So. Wie war das immer? Ah, es flackert. Ah, ich geh. Ciao, ich hab keinen Bock. Ah, ich hab Angst. Ah, ich bin tot. Oh, der wird, der stirbt. Ja. Ihr habt mich allein gelassen. Instant dead. Es war mir eine Ehre, mit Ihnen zu dienen. Ja, mit euch beiden. Oh, da, an der Decke. Es ist an der Decke. Es ist an der Decke. Das ist Samantha. Geil. Alter, ich hänge in der raus. Tür, in der Tür. Ja. Digga, wie er da hängt. Ich bin ja übelst grausam gestorben. Aber ich bin schön. Nein. So, jetzt macht mal fertig. Ah, der Stuhl bewegt sich schon wieder. Macht mal fertig. Heißt, warte mal ganz kurz, Phil. Was haben wir denn jetzt hier für Hinweise? Gar keine. Abaddon. Mit Phil kann man nicht arbeiten. Was haben wir? Ne, wirklich jetzt mal. Wir müssen mal ein bisschen auch mit Verstand jetzt hier rangehen. Was haben wir? Da geht doch mal ran mit Verstand. EMF Stufe 5 haben wir bis jetzt. Das habe ich. EMF Stufe 5. Mehr und nicht. Ich hab leider noch keine Fingerabdrücke herausgefunden. Wir haben auch nicht so viele Materialien getestet mitgenommen. Ja, wir können gar nichts mehr machen. Ich habe da noch so ein Rededing, wenn ihr das einsammeln könnt in der Tür irgendwo. Ja. Ich finde, ohne Scheiß, Jungs, ich finde es so schön, ich muss die ganze Zeit tränen beim Lachen. Warte mal, ich habe ja noch Tarotkarten. Mach mal, was? Ja. Bin eh schon tot. Was zum Fick? Das klingt ja wie bei... Habt ihr das auch gehört? Ja, das klang ja wie bei Ding. Flame of Fate. Das war's. Das waren die Karten? Langweilig. Ja. Oh, diese blöde... Warum hängt Doggy eigentlich so rum? Du mit deiner ekligen Nase, Mann. Guck dir mal Zocki an. Und er ist da. Oh, er ist da, er ist... Okay, und jetzt? Und jetzt können wir jetzt was... Mein Kreuz ist weg, ich verzieh mich. Ich geh Bier holen. ESG, Geisterrehe. Aber können wir nicht einfach irgendwas aktivieren? Nee. Tschüss, mein Kreuz ist weg, ich geh raus. Ich hab keine Lust. Ich hab mein Kreuz noch. Ich bin safe. Und du nicht. Und Samantha... Man kann das auch durchstreichen. Geister, Gefriertemperaturen gab's auch nicht. Warte mal, was können wir denn nehmen? Also der ist ziemlich... Du hast gesagt, du hast keine Flecken gefunden. Nee, keine Flecken. Also können wir rausstreichen. Dann streiche ich das durch. Dann bleiben noch Boogie und Yokai. Geisterbox-Antwort haben wir auch keine bekommen, ne? Nee, dann ist aber gar kein Geist mehr übrig. Wir haben keine Gefriertemperaturen gehabt. Wir haben keine Fingerabdrücke gehabt. Es bleibt der Yokai in der Boogie. Nee. Wenn du Geisterbox auch streichst, dann bleibt gar nichts mehr übrig. Ich hab EMF, habe ich angekreuzt. Dann Fingerabdrücke habe ich durchgestrichen, Gefriertemperaturen durchgestrichen, Ektoplasma, das sind die Flecken, durchgestrichen. Bleibt bei mir Yokai und Boogie. Ja, und wenn du jetzt Geisterbox, haben wir auch nicht bekommen. Ich verstehe die ganze Zeit bloß, ja. Wir nehmen einfach den Boogie. Oh, Hallöchen, FC-Mädchen. Na, aber der Yugi ist bestimmt falsch. Meinst du? Ich weiß nicht, was ESG ist, das Ding, was da steht, oder dieses drehende Teil.
Ich glaube. Haben wir da eine Reaktion bekommen? Dann nehmen wir den Boogie. Nein, haben wir nicht. Das ist der Yokai. Nein, der Yokai ist es, glaube ich. Ich nehme den Yokai. Ich kann gar niemanden auswählen, ich bin nämlich tot. Sehe ich gerade. Ja, ein großer. Ja, den hättest du vielleicht. Warum seid ihr denn jetzt rausgegangen aus dem Keller? Ich habe keine Ahnung. Da ist doch der Geist. Wo seid ihr denn? Weil sein Ding hier kaputt gegangen ist, sein Kruzi. Wir nehmen jetzt einen Yokai und dann? Und dann müssen wir den jetzt einen Exorzismus machen, oder? Weil dann können wir mal die nächste Runde was Richtiges kaufen und dann gehen wir nochmal ganz normal rein. Ja, aber wir haben ja gar kein Geld. Die Runde hinzukriegen. Oh, guck mal, eine Staffelei hätten wir noch gehabt, eine Kerze auch. Och, Mensch. Die Kerze habe ich nicht verstanden, für was wir die brauchen. Du bist eine sehr hübsche Frau. Jetzt sind wir ja endlich allein. Darf ich mit dir küssen? Darf ich mit dir küssen? Okay, das war die totale Abfuhr. Du redest wie so ein... Ich muss weiter. Was nehmen wir jetzt? Ein Yokai oder was? Wie rede ich? Wie euch, Katze? Wie so ein kleiner Junge. Darf ich mit dir küssen? Ja. Ich darf wieder live gehen. Yay. Was machen wir denn jetzt? Was Magen sagen? Ich weiß es doch auch nicht. Ich gehe jetzt erstmal wieder in TikTok live. Also ich nehme jetzt hier mal die Staffelei mit, würde ich sagen. Ja, das könnte man noch machen. Ein Bild malen. Dann könnte man es vielleicht wissen, wer das ist. Ich kann dir aber auch das Inri-Zeichen hier in deinen Kopf eingravieren. Ich hätte lieber gern ein paar Huren. Du wirst gleich alleine sein, ne? Sagst du jetzt schon. Wer ich? Ja, der Phil, der wird ja alleine loslegen. Ja, wenn der Phil alleine ist, haben wir verloren, weil der rennt ja nur hinterher. Ja, der hat noch nichts Produktives gemacht. Seit drei Stunden sind wir live. Und du bist bis jetzt nur hinterhergerannt. Ich hab gleich Schiss, die Zermalm. Oh Gott, Hand. Ich bin breit. Könnt ihr euch Klamotten anziehen? Ich will nicht wieder gesperrt werden. Samantha, lass mich in Ruhe. Samantha, mach das Fenster runter. Wo bist du jetzt hin? Ich bin raus. Okay. Okay. Ja, wir sind so Versager. Also ich sag's euch so, wie es ist. Ich glaube, es ist der Yokai und ich würde es auch den Yokai nehmen und abfahren. I will come for you. Wir kaufen jetzt die nächste Runde uns gut ein. Müssen wir keinen Exorzismus machen? Nein, das ist optional. Ja, aber gibt Geld. Ja, aber ich mach den jetzt nicht allein. Ja, aber ihr könnt mich nicht hier lassen, ich bin tot. Oh, hier ist eine Ratte. Mach mal Mund-zu-Mund-Beatmung, jetzt bin ich weg. Jetzt habe ich eine fette Nase im Gesicht. Haben wir da Geld bekommen, warte. Nein, gar nichts. Oh, es war der Onryo. Was? Oh. Hä, wie ist denn der da drauf gekommen? Wir hätten die Kerze machen müssen und die Staffelei wahrscheinlich, dann bester Onryo gewesen. Ja, aber wie hätten wir das rausfinden sollen? Mit Beweisen. Die Maggie hat das immer schon vorher gewusst. Ja, weil die Maggie halt einfach sehr, sehr schlau ist und wir halt sehr, sehr dumm. Ja, das ist doch gemein. Ich dachte auch, ich wäre schlau. Naja, aber... Wohl doch nicht. Oh, guck mal, hier ist ein Thermometer. Das kann ich auch mal eins kaufen. Das will ich gerne hinten drin haben. Ich habe jetzt noch 5600. Ich habe gar nichts mehr. Ich habe das irgendwie um die 600. Was hatte ich gehabt? Warte, Und was brauchen wir da jetzt? Schleimer. Also was sollen wir jetzt nehmen? Schleimer. Taschenlampe habe ich noch eine. So, ESG brauchen wir, oder? Ja, aber das kriegst du aus Grundausstattung sowieso mit rein. Und EMF auch, oder? Ja. Warum kann man das dann kaufen? Verstehe ich nicht. Staffelei. Ich würde dir gern meine ewige Liebe gestehen. Fragen stellen. Geiles Faulicht. Stück, du. Jungs, warum muss eigentlich immer jemand in mich reinkriechen? Ich kaufe jetzt ein UV-Licht, okay? Ja, und ich kaufe jetzt erstmal Kleidung. Nein! Kauf Gegenstände, Mann! Ich hab da gar kein Geld mehr. Wie kannst du dann Kleidung kaufen? Weil ich halt bin. Das ist seltsam. Thermometer. Das ist seltsam. Achso, aber das Thermometer brauchst du ja nicht, weil wenn es kalt wird, merkst du ja eh. Kruzifix. So ein scheiß Holzkreuz kostet halt 2000. Ich bin eine Frau mit einem Bart? Was? Oha. Ich. Oh, was geht denn da? Ich habe jetzt
Taschenlampe, Staffelei und nur UV-Licht gekauft. Reicht es? Dann braucht jemand noch ein Ektoplasma-Glas und eine Geisterbox. Ich glaube, die schlafen bei mir alle schon. Ja, bei mir auch. Bei mir tut sich gar nichts mehr. Guck mal, wie ich jetzt ausschaue. Bin ich nicht hübsch? Kann auch jemand eine Geisterbox und ein Ektoplasma-Glas raushauen? Was ist eigentlich, was ist eine Fulu? Das ist das, was die Maggie von uns erklärt hat. Das ist quasi, wenn du draufklickst, damit kannst du mehr Geisteraktionen hervorrufen. Okay. Die Anna ist noch wach. Ja, ich habe kein Geld mehr. Ich kann. Was ist das? Da hast du recht, ja. UV-Licht hast du noch 800. Geld? Ja, ich habe UV-Licht gekauft. Habe ich doch schon. Was soll ich denn holen? Hä, hast du schon? Ja, eine Geisterbox und Ektoplasma wäre noch gut. Wow, jetzt habe ich es gekauft. Ich habe eh bloß noch 800 nur gehabt. Geisterbox? Ja, und ein Ektoplasma-Glas. Und den Rest. Lieber Schnuckputz. Den Rest müssten wir dann. Ich weiß, dass ich wieder wie ich spiele, wieder bin, aber es tut mir leid. Ganz schön teuer, ne? Ja, ja. Gleich etwas besser sein könntest. Und eventuell nicht schreist wie ein Mädchen. Wer, ich? Nee, ich, weil ich schlafen gehen will. Und ich habe ja da meinen Rechner stehen, wo wir auch schlafen. Okay. Aber wenn ich mich erschrecke, kann ich leider nichts dafür. Kannst du dich stumm schalten, wenn du mit fremden Menschen redest im Real Life? Nee, kann ich nicht. Weil das macht mir Angst. Ja. Okay, geht los. So. Welche Map? Gute Frage, ist das hier die Map? Hallo, stopp, bevor wir hier irgendwas machen, ihr guckt mich jetzt erstmal an. Ich bin eine Frau mit Bart. Findest du mich sexy? Würdest du mich so daten? Du hast keinen Bart bei mir. Was? Du hast eine Brille auf, aber keinen Bart. Nee, das ist nur ein Bart. Könnt ihr euch mal bitte was anziehen? Ich will nicht schon wieder auf TikTok gesperrt werden. Nein, renn mal nicht vor meiner Kamera rum. Hallo. Ich darf euch nicht anschauen. Ich bin angezogen. Nein, ich will nicht schon wieder gesperrt werden. Ich stell dir jetzt nochmal die Frage. Willst du wirklich, dass ich mich anziehe? Ja, stimmt. Na, ich glaube, deins ist gar nicht so schlimm, aber hier, er hat halt nur Unterwäsche an. Meins ist gar nicht so schlimm. Ich bin eh gleich wieder gesperrt. Ich sehe es dann schon wieder. Warte, Oberkörper, ich nehme hier auch so ein Swimsuit. TikTok ist die einzige Hoffnung, wie ich Zuschauer krieg. So. Feline, ja, FC-Mädchen. Laura, Philly, ja. Was denn? Was denn los, meine Lieben? Bungee. Du schreist also wieder wie ein Mädchen. So, jetzt muss ich mir das hier nochmal angucken. Jetzt. Also wir haben jetzt von allem zumindest eine Sache, wenn ich das hier richtig sehe. Also eigentlich müssen wir es jetzt schaffen. Warte mal. Oh, wieder Reit. Was geht denn heute ab? Wir brauchen noch einen Mitspieler. Einen wunderschönen guten Abend. Hallöchen. Liebe Ratzi, vielen, vielen Dank für dein Raid. Na, wie geht's, wie steht's, wie war dein Stream? Und willkommen an alle Raiders. Und für die, die mich noch nicht kennen, Hallöchen, ich bin der Phil. Phil, drück mal bereit. Ja, ich drück bereit und zock mit den Jungs hier heute, Dämonologist. Ich bin bereit, ich bin in Form. Ah, ich glaube, das geht gar nicht vom Handy, kann es sein? Oder spinnt es hier gerade? Die Pitti ist ja da. Hallöchen, Pitti. Doch, geht. Sehr schön. Was machen meine Mädels hier noch? Habe ich nicht gesagt, dass ich nur an den anständigen Streamern zuschauen sollte? Ich bin wieder da. Ich nehme jetzt mein Kruzifix mit. Pitti, das ist aber sehr, sehr gemein. Heute ist es sehr, sehr knuddelig warm hier. Ich nehme mein Kruzi wieder mit, ich nehme hier das Ding mit und ich nehme das Sprachding mit. Ja, ich habe. Ich nehme den Cook mit hier, den Cooker. Ja. Den Cooker, du Cooker. Taschenlampe müssen wir ja mitnehmen. Müssen wir nicht, aber was ist mit den UV-Lichtern hier? Hat jetzt keiner dabei. Sehr geiles Stück. Warte mal, dann nehme ich das mit, warte. Sehr, sehr geil. Okay, let's go. Manchmal kann ich einfach nicht anders als ein Prof auf den Arsch schauen. Es tut mir völlig leid. Natürlich bin ich hier. Was meinst du, warum so viele Sounds hattest? Ach, du warst das. Ist eine andere Folie, ja, okay. Aber ist ja auch gut so, da ist es individuell. Danke für den SO, Maggie. Der SO kommt ja eigentlich immer auch automatisch. Ich siehst da oben. Kommt immer automatisch und die Maggie macht dann immer noch so ein extra SO, den ich als Command quasi drin habe. Sehr, sehr gerne.
Und wunderschönen guten Abend an alle. Weißt du noch gestern mit dem Fernseher? Ja. Wo da hinten der Typ die ganze Zeit erschienen ist? Das Ding ist, ich würde gerne mal wissen, was es heißt. Bist du hier? Bist du jung? Bist du alt? Der ist hier. Hallo, würdest du diese Musik lassen? Do you want to play ball with me? Kann das jemand lesen von euch? Es ist hier auf dem Nebel. Kann das im Chat jemand lesen? Ah! Mein Herz! Danke, Pitti, für den Sound. Ist das ein... Bist du jung oder alt? Bist du hier? Victoria. Abaddon. Abaddon. Okay. Komm, wir gehen mal mit runter zum Zock. Ja, warte, ich hab nicht... Wo bist denn du? Da ist eine Kakerlake an der Wand. Der ist unten, ne? Du bist unten, oder? Ich glaub schon. Ich weiß nicht. Ich sehe rein gar nichts, ne? Weil ich keine Taschenlampe mitgenommen habe. Ich war sehr schlau. Dream. Folge mir, Dream. Ich folge dir, mein hübsches Kind. Hier ging doch hier ist der Exorzistenraum. Also hier müssen wir wieder die Ratten und die Finger reinwerfen. Ne, die Ratten im Kessel und die Finger hier unten. So war das. Winke, winke, liebe Maggie. Pity, du verrücktes Huhn. Hier läuft Musik. Nicht wahr? Danke fürs Folgen, Fire Devil. Hier geht's wieder los. Hier geht's wieder los, okay? Dann wird es gleich da hinten auftauchen. Ich komm mal, ich brauche ein EMF. Ja, komm mal bitte her. Ich weiß ja gar nicht, wo ihr seid. Ich setz mal das Ding hier hin. Im Wohnzimmer sind wir. Warte. Bist du hier? Bist du jung oder alt? Bist du männlich oder weiblich? Muss man da nicht warten, bis eine Antwort kommt? Magst du Kekse? Wo ist denn hier überhaupt? Abaddon! Mama! Wo ist denn, wo seid ihr denn bloß? Ich leg mal, Professor, ich leg mal hier das Sprachgerät hin, ja? Du rede mal mit denen. Ich gehe mal raus und hol mal die Staffelei, ja? Die habe ich schon, die Staffelei. Ach so. Hier soll der sein, oder was? Oh, zwei, warte. Lol, der wirft dir gerade was hier hinten. Hier ist eine zwei, drei? Drei, vier? Lieber Geist, gib uns ein Zeichen. Oh, und weg. Tschüssi, guten Nacht. Hier ist vier. Ich versuche leise zu machen, ja? Was steht denn da jetzt überhaupt drauf? Ich kann das immer noch nicht lesen. Wieso dreht sich der Fernseher? Weil er cool ist. Was steht denn hier? Ich kann das ja auch nicht lesen. Aber hier hinten steht auch noch was. Don't touch. Ja, aber ich will es ja touchen, warte mal. Also, lass dich anfassen. Lass dich an. Also eine 5er EMF kriege ich irgendwie nicht hin. Lass dich antatschen, du Stück. Jetzt hört's auf, jetzt ist gar nichts mehr da. Jetzt hört's halt auf hier. Jetzt komm her, du. Ich stell jetzt mal die Leinwand hin. Ja, okay, mach mal. Okay. Ich stell die Leinwand mal, warte mal, ich stell mal die Leinwand, warte mal, so. Und das Ding ja, hier. Ja, genau, das war mein Plan. So. Davor. Prof genau hat dir auf den Arsch geschaut. Ja, ich weiß. Nein. Und was soll jetzt hier passieren? Soll da jetzt was malen, oder? Oh, was machst du da unten? Hallo? Hallo? Ich wollte dich mal schauen, ob du ein bisschen fischelst. Also ich glaube, EMF 5 können wir streichen, weil das ging nur bis 4. Manchmal dauert es auch, bis man Beweise hier kriegt. Manchmal. Aber nur manchmal. Und müssen wir jetzt in dem Raum bleiben, oder? Ich hol mir erstmal eine Taschenlampe jetzt draus. Ich hab keine Ahnung, ich brauche auch noch was. Ich brauche auch noch was anderes. Ich hol mir auch noch mal was. Blau. Hm, funktioniert's? PD hat blau eingeben. Oh, das ist mit meinem Twitch gar nicht connected. Ich verstehe das nicht. Warte mal, ich versuche den Retry. Jetzt sind wir wieder connected. PD, jetzt müsste es funktionieren. Gib gerne noch mal blau ein. Jetzt müsste es funktionieren. Blau. Ja, jetzt funktioniert es. War gerade gar nicht mehr mit meinem Twitch connected. Warum auch immer. Mal, ich lege das mal. Ja, schläg das Monokel mal an die. Das Monokel? Das Monokel. Guck mal, Taschenlampe. Haben wir hier noch was? Ja, die Kerze. Können wir auch noch mitnehmen. Ich glaube, die brauchen wir nicht. Nö, nehme ich trotzdem mit. Haben wir jetzt schon irgendwas als Beweis? Nein, oder? Nee. Hier passiert einfach nichts. Wie gesagt, Phasmophobia bin ich Profi, aber hier absolut gar nicht. Samantha!
Man muss es halt öfter spielen, ne? Lurk. Nacht fertig machen nebenher. Jetzt haben wir es 0.13 Uhr. Jetzt schon ins Bett gehen oder nur fertig machen? Feline, hier wann, passieren was, Sachen. Wo? Hilfe. Ich muss sagen. Ich stelle mal die Kerze hin. EMF habe ich maximal 4. So, also mehr geht hier nicht anscheinend. Ich weiß nicht, warum das nie geht mehr heute. Phasmophobia. Ich hätte jetzt gerne einen Bausparvertrag. Das Spiel mehr Spaß, weil es mich so richtig krass erschreckt. Hallo Geist. Hallo Geist. Are you here? Ne, hier ist er nicht. Der muss hier sein. Ich geh mal hoch. Muss nicht opfern. Was opfern? Ich will mich nicht opfern. Das ist nicht dein Ernst, jetzt wurde ich schon wieder gesperrt. Ja, mein Sag Herz. Mal, TikTok ist so geistig schlecht. Ja. Ja, der ist hier. Sogar die Katze ist ja schon. Das ist dein Spiel. Sexuell anzügliche Inhalte. Das ist doch nicht dein Ernst. Kannst du mal mit den Clip machen beim Phil auf dem Kanal? Weil ich hab's nicht mitgekriegt. Oh, mein Herz. Oh, das geht nicht. Solange ihr hier halbnackt rumlauft, kann ich nicht in TikTok live gehen. Oh, sorry, mich hat's gerade richtig gerissen. Dieses Scheißspiel, ne? Oh, mein Herz. Oh. Geist, bist du hier? Ich verstehe dieses Spiel. Das Spiel ist langweilig geworden mittlerweile. Du warst gerade nicht hier oben, das ist überhaupt nicht langweilig geworden. Wir spielen ja auch auf dem Modus einfach. Du musst mal auf Mittel oder Schwer spielen, da geht es nämlich richtig ab. Mein Problem ist, ich verstehe nicht mal, was ich machen muss. Das verstehst du doch nie. Da scheitert es ja schon dran. Ich laufe hier mit dem EMF rum und nichts passiert. Mein Herz, Junge. Anger! Ich bin jetzt nur noch mal, das Spiel ist nichts für mich. Wieso ist das nichts für mich? Das Spiel ist richtig krass. PD, du kannst dir das ruhig holen. Razzi, du kannst dir das ruhig holen. Oh. Angel! Oh, irgendwas ist hier gerade zuge. Ich hab Angst. Ich begehe. Hier ist eine. Oh, hier. Anger! Hier ist eine fette 4. Wo bist du? Warum laufen die hier? Na, immer noch in dem Wohnzimmer. Man kann hier auch komplett nackt rumrennen. Der ist schon hier im Wohnzimmer. Hier passieren voll die Sachen, so Feuer und so. Ich erwähne es nochmal, das Spiel ist nichts für mich. Wie, Razzi, warum hast du das Spiel dann geholt? Geist! Ja, förmlich genötigt worden. Bist du hier? Armes Razzi. Die Pitti hat es mir schon rübergeschickt. Der will nicht mit uns reden. Ja, aber was will der machen? Der malt nicht, der zeigt sich hier nicht, die Kerze ist aus. Hat denn einer einen Clip gemacht? Sehr gerne in den Clip auch rein. Oh, meine Herzen. Kommst du nochmal mit, Zock? Naruto Theme. Komm mit. Wieso kann denn deiner so schnell laufen und meiner nicht? Der Fernseher bewegt sich wieder. Anger! Wir haben Gefrier, by the way. Ja? Ja, da unten in dem Wohnzimmer, wo wir waren, ist Gefrier. Sag doch, dass das da ist, aber... Ja. Das muss ich mit eigenen Augen sehen. Das sonst ja, ich habe mal Gefrier gerade gehabt. Stimmt, ich habe Gefrier. Was ist es hier? Okay. Oh, mein Herz, ne? Wenigstens eine Sache. Was haben wir noch? Haben wir ja schon mal was, noch nichts. ich könnte mal noch mal das komische Licht holen. Zeig dich. Hallo Stuhl, was machst du da? Hier bewegt sich ständig was, jetzt geht dann wieder das Feuer an. Aber alles andere funktioniert irgendwie nicht. Irgendwie sind wir zu dumm für das Spiel. Er hat gerade wieder Zeug nach mir geworfen. Hier vorne, okay. Der ist auf jeden Fall hier. Aber reden will er mit uns nicht. Der will gar nichts. Ich war das. Der reagiert irgendwie gar nicht. Du stehst direkt vor den Dingen, ne? Da kann ganz plötzlich keiner auftauchen. Guck mal, das war jetzt zum Beispiel nicht. Wer hat die UV-Lampe? Bitte gucken, ob Fingerabdrücke haben. Hier ist das Ding. Guck mal, ich hab's Finger. Geh weiter ran. Keine Finger, schade. Okay, also können wir das durchstreichen? Ja. Oh! Ja, fuck you! Du Scheißbehinderter. Oh, Digga.
Okay, das war okay, aber war. Warum? Ah, okay. Ist aber, das denn? Zum ersten Mal gechattet. Die, okay, Fingerabdrücke durchgestrichen. So, gut. Bin raus. Winke, winke, gute Nacht. Ah, Pitti, schön, dass du mit da warst. Ja, heute. EMF5 haben wir auch nicht gehabt. Geist. Generell, danke schön für die Zeige Leute, die dich. Das, für die Leute, die ihr hier mit rüberbringt. Das gib ist uns sehr, sehr ein Zeichen. Ja. Gute, gute Nacht, ja? Gebe uns ein Zeichen. Er hat uns ein Zeichen gegeben, okay. Mal da was hin. Hier, bei mir. Ghost. Ghost draußen. Hier, in dem Raum. In dem da Raum. Ist eine Hand. Ja. Also doch nicht abhaken, sondern... Oh, Finger, wir haben... Ich wusste es doch, dass ich gut bin. Okay, ja, vier noch zur Auswahl. Ja. Ja, oder besser. Ich renne weiter mit dem EMF-Ding rum. Geist, vielleicht kommt ja doch noch was. Gib uns ein Zeichen. Drum wirst du ja auch nicht bezahlt. Ah ja. Ah ja. Hier war gerade eine fette 4. Ja. Das ist hier so Wohnzimmer und Flur und so ist das hier so immer. Ja, so gefühlt. Hier ist die 4. So. Vielleicht stellen wir das Zeug mal hier auf. Nee, das kann halt bloß eine Interaktion sein, die der da so krass ausschlägt. Das mit dem Stuhl ist immer dasselbe. Das ist schon langweilig, Geist. Pfui, Geist, pfui. Die Kerze brennt. Habe ich gemacht. Ach so. Die Kerze brennt. Gott. Der hat hier gerade was zugemacht. Das war ich. Achso. Hey. Zocken. Mal etwas. Wir sind doch jetzt alle... Oh nein, sind wir nicht. Wegen euch bin ich einfach dauernd in TikTok gesperrt. So fail. So, jetzt steht hier gleich alles, was ich besitze, liegt jetzt gleich vor diesem Ding rum. Aber der will auch nicht mit uns reden. Der hat überhaupt keinen Bock auf eure Gesichter irgendwie. So. Jetzt. Hallo? Tob dich auf. Ja. Vielleicht liegt es an deinem Dialekt. Zeige dich. Hallo, ich bin blöde. Oh, hallo, was ist denn da? Hallo. Was macht man jetzt, wenn nichts passiert? Jetzt redet er. Ja, der sagt gerade irgendwie, you better. Hallo? I will kill you, sagt er. Da war doch jetzt was, oder? Ja, an der Ecke war was. Oh, der ist gerade ziemlich aggressiv. Hat der jetzt geredet? Ja, hier. Ja. Guck mal hier rein. Und was können wir jetzt abhaken? Lol. Sind das irgendwelche Zeichen? Kann man sowas irgendwie abhaken? Nee. Geisterbox-Antwort, oder war das? War das Geisterbox? Nee, das war ein Event. Schade. Geist, sprich mit uns. Irgendwie sind wir viel zu dumm für dieses Spiel. Ja, schon so ein bisschen. Also einer von uns zumindest. Ja, du! Du bist von Fasno! Du bist der Fasmo-Mann! Du musst doch der wissen, wie es geht! Und nicht der Dämonologist-Mann. Ja, aber es ist doch dasselbe Spiel! Nein, es ist nicht! Doch, alles es gleich! Es hat viele. Oh Gott! Oh Gott! Ah, hier gehen Schubladen auf! Ah, und Vasen fallen runter! Ich habe ein Kruzi. Wollen Sie mit mir über Gott reden? Was hallo? Bedeutet das, wenn das jetzt da so rot leuchtet? Ist das gut? Wo? Das drehende Ding da unten. Nee, ist nicht gut, oder? Ich habe keine Ahnung. Wir verdienen halt auch kein Geld. Was steht da? Stronzo. Corner. Gordon. Abaddon. Cordon Sport. Was ist denn das für ein Buchstabe überhaupt, das erste? Eigentlich steht jetzt mit dem Rücken zu der Statue, da wird gleich hinten wieder auftauchen. Ja, das ist ja wurscht. Was ist denn das für ein Wort? Prozent. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Wort ist. Oh. Lass doch die Birnen ganz, Junge. Horror. Korrupt. Korrupt. Keine Ahnung, was das für ein Wort ist. Ich kann es ehrlich nicht entziffern. Sie haben sehr schöne rote Haare, mein junger Mann. Ich weiß. Junge Freund. Wenn ich tot bin, sind sie immer schwarz. Achso. Oh. Wer ist tot? Keiner. Nee, der. Keiner, okay. Ich bin draußen, ich bin Sicherheit. Ja, er hat mein Kreuz kaputt gemacht, ich muss los. Aber ganz schnell. Wo willst du denn hin? Jetzt geh doch nicht raus.
das Ding holen hier. Heb mal auf, jetzt hier den Lachs. Hier. Wo denn? Komm, wir gehen rein. Ich hab. Hä, was hast du jetzt geholt? Das Samenerkennungsgerät. Also der ist auf jeden Fall hier. Stirbt man immer, wenn so ein Hand kommt, oder was? Nein, eigentlich nicht. Also kann man sprich schon... mit uns. Ich tu mal hier mit Kruz bei euch bleiben. Das ist doch dumm, also das... Wir kriegen das ja nie hin. Ja, wie gesagt, das Spiel braucht man Geduld. Manche Beweise dauern hier. Ja, aber in der Zeit sterben wir ja. Das ist ja das Problem. Oh Gott, Hand, oder? Wo ist er? Oh, nee. Nee, oh Gott, doch, Hand. Geht mal weiter, ihr dürft nicht stehen bleiben, ihr müsst weitergehen. Ja, da ist hinter mir. Hinter mir. Ja, ja. Ich geh einfach weiter. La 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 la. Ich hatte wieder. Also wir sind irgendwie. Irgendwie frage ich mich immer, ob wir das auch mal zu dritt hinkriegen. So eklig aus, ne? Ihh. Wir hätten jetzt da eine zur Verfügung. Ja, ja. Ich überlege auch schon, ob wir Der handelt weiter, ne? Nur so nebenbei. Ja, ja, weil wir zu dumm sind, deswegen. Oh, mein Kruzi ist weg. Ich bin gleich tot. Ich gehe raus. Ich glaube, wenn der Kruzi auffrisst, da kann man rausgehen. Weil dann sind wir erstmal geschützt. Ja, und was wollen wir dann da draußen? Ja, überlegen. Der handelt wieder. Lol, der hat direkt wieder instant weiter gehandelt, weil unsere Sanity niedrig ist. Tü-düm. Das Problem ist, ich habe was gefunden, das uns weiterhilft. Der rennt dir hinterher, ne? Ja, ich würde an deiner Stelle laufen. Ich hole mir noch kurz Sanity-Pillen. Ja, ja, der rennt dir hinterher. Mir? Ja, dir, der rennt dir hinterher. Mach die Tür hinter dir zu irgendwo, wo es geht. Mach irgendwo die Tür zu. Oh Gott, 17%. Jawohl. Was bringt da eine? Der ist hier drin. Gott, so wenig bringen die nur. Brauchst du Sanity-Pillen? Bring dir Sanity-Pillen mit, mein Freund. Dass du ein bisschen höhere Sanity wieder hast. Der ist hier drin. Ich hab Flecken gefunden an der Wand. Ja, wo? Was, diese Flecken? Argasch ist es, Argasch. Okay, dann haben wir eine Argasch. Doch kein Abaddon. Okay, sehr schön. Jetzt können wir gerne fahren. Also du willst den Exorzismus zu zweit machen. Schaffen aber wir ich das. Aber ich will gern Geld verdienen. Nee, schaffen wir nicht. Ich will gern Geld verdienen. Ich komme hier nicht mehr weg, ich habe mich eingesperrt. Jetzt komme ich. Ich geh mal gucken, ob der hier ist. Ich weiß nicht, wo der Ausgang. Ah, die Puppe bewegt sich! Heiliges Fick. Ich weiß nicht, wo der Ausgang ist. Ja, geradeaus. Oh Gott, oh Gott, alles bewegt sich. Dann links vor der Treppe. Und dann gerade durch. Ja, du gehst einen Umweg. Hey! Komm hier, komm. Zurück, wo du lang bist. Ich seh dich doch nicht. Oh, der hat die Tür zugemacht. Du kommst nicht raus. Scheiße. Ich bin wieder da. Ah, es ist offen. Komm raus. Hier hast du Sanity-Pillen. Hier. Hab ich dir hingeworfen. Ohne Kreuz wird das eh schwierig. Ich hab kein Kreuz. Ich kann die nicht nehmen. Ich hau ab. Ciao. Agasch haben wir eingeloggt. Dann Agasch, komm, ja. Lass uns das Geld saven, auch wenn es nicht viel ist. Ich kann, das, diese Ausdauer ist echt kacke, dass die immer nur 5 Meter rennen können. Ich wünsche dir auf jeden Fall schon mal eine gute Nacht, Razzi. Und vielen Dank für deinen Raid. Und schlaf schön. Oh. Sehr schön. Das war bestimmt falsch wieder. Nee. Das muss richtig gewesen sein. Das war richtig. 600 habe ich bekommen. Sehr gut. Hab ich gemacht. Ja, Mann. Lies die verlorene Notiz. In den Chat. Toten Ratten. Aber, meine Lieben, dann würde ich mich für heute auch verabschieden. Mhm. Weil ich kann sowieso nicht mehr so laut machen wegen der Maggie, weil die schlafen will. Und sie muss ja jetzt ein paar Stunden wieder aufstehen. Hat die kein eigenes Zimmer? Wir haben leider kein eigenes Zimmer. Das machen wir alles hier im Schlafzimmer. Da haben wir, ich habe hier komplett mein Setup, sie hat hier ihr Setup. Ja, das ist halt leider bei uns so. Was heißt Setup bei euch? So eine Schiffschaukel und sowas? Ja. Also wir haben das so, wir haben da alles, was du dir vorstellen kannst. Wir haben eine Dildo-Sammlung, wir haben eine Figuren-Sammlung. Also ist der Chat heute ruhig, oder? Die haben gar nichts. Also bei mir war Fons relativ aktiv, mittlerweile ruhig, aber weil viele auch schon schlafen. Ja, du wurdest ja auch 18 Mal geratet. Ja, verdient. Verdient.
Was machen wir jetzt? Hören wir dann auf oder was machen wir? Ich weiß nicht, ihr könnt gerne weitermachen. Ich schaue euch noch zu, bloß ich kann nicht mehr so rumschreien. Ich bin in TikTok gesperrt bis 0 Uhr 23. Hey, Moment, ich bin nicht mehr gesperrt. Dann sag halt mal dem Prof, dass er eventuell sich was anziehen soll. Oder ich spiele was, das mich nicht automatisch schon sperrt. Was habt ihr denn noch für Spiele? Auf Steam habt ihr ja gar nicht so viele Spiele, oder? Auf Steam? Nee, also zusammen eh nicht. Das war unser einziges gerade und er hört schon wieder nichts, glaube ich. Ja, er hat sich... Warte. Hat er sich gemutet? Aber er mutet immer sein ganzes Headset. Ja, das habe ich auch gerade gemacht, weil ich gerade geredet habe. Aber das mache ich immer nur ganz kurz. Ja, vielleicht hat er irgendwie gerade irgendwie was... So. Boah. Dieses Game, ne? Dieses Game. Aber so geht doch, so gut, so in Ordnung. Game Prof, ist voll, ne? Ist voll gut, ja. Prof, was macht man jetzt noch? Tja, gute Frage. Machen wir jetzt noch eine Solo-Runde oder zu zweit schaffen wir das nie? Das glaube ich auch nicht. Solo-Runde. Wer von euch hatten weniger Zuschauer? Du, Prof, oder du, Zocki? Normalerweise ich. Aktuell hat Zocki 18? Nee, 17 ja, steht bei mir. Und ich 15. Oh. Okay. Wisst ihr, was wir machen? Du raidest mich. Bungie! Der weniger Zuschauer hat. Bungie! Ich weiß nicht, wie viel. Ich hab's gerade verkehrt gemacht. Du bist ja. Aber die Frage ist, was machen wir denn jetzt noch? Wir müssen ja auch was tun. Also ich starte schon mal den Raid, meine Lieben. Vielen, vielen, vielen. Ich mache mich mal ganz kurz stumm. Endlich macht er sich mal stumm. Jetzt sind alle stumm. Mehr stumm? Endlich hat der Phil sich mal stumm gemacht. Oh, Ruhe. Der verabschiedet sich gerade, oder was? Ja, der raidet dich, glaube ich, jetzt. Und dann raid ich dich und dann raiden wir... Hä, aber ich weiß ja gar nicht, was wir jetzt noch machen. Dachte, wir machen noch was. Das ist eine gute Frage. Also entweder spielen wir jetzt was solo, dann würde ich Tomb Raider spielen oder wir gehen offline. Die Nacht ist noch jung eigentlich, ne? Ja, aber Coop haben wir ja jetzt gar nichts mehr, gell? Doch, Resident Evil 5. Willst du jetzt noch Resident Evil 5 anfangen? Nee, das macht keinen Sinn, ne? Ich glaube, die Leute sind auch gar nicht mehr aufnahmefähig dafür. Nee, das glaube ich auch nicht. Und Windhund ist gar nicht da. Achso, ich wollte dem Chat mal was zeigen. Ich habe mir heute was gegönnt und zwar... Aber dann glaube ich, gehe ich offline für heute und dafür dann morgen, wenn... Nur mal gucken. Jetzt höre ich nicht, was er sagt. Ich habe dir bloß gesagt, dass ich die Bubble, ich kann wieder auffüllen, mein Seifenblasen. Ah ja, okay. Dein Spielzeug für Erwachsene. So, genau. Ich bin noch drinne. Jungs, ich verabschiede mich von hier. Vielen, vielen, vielen Dank fürs Mitspielen. Oh, das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Das hat richtig, richtig Laune gemacht. Die Frage ist, du kannst ja morgen bei einer ruhigen Minute den Maggie fragen, ob der das ein bisschen auf die Nerven ging. Nee, also sag lieber nicht, sonst sagt sie ja. Lieber nicht. Ich glaube, sie ist stolz genug, dass wir es nur mit ihr schaffen. Aber sie ist stolz, ja, das stimmt. Das stimmt. Nee, danke für dein Raid. Ja, sehr, sehr, sehr gerne. Okay. Ich glaube, wir gehen jetzt auch offline. Ja. Es macht keinen Sinn. Die Zuschauer, glaube ich, sind müde. Heute war ein Arbeitstag. Bei dir ist nur noch die Anna da, oder? Ich weiß nicht, es sind 15 Leute da. Aktiv ist, glaube ich, gerade nur noch die Anna. Bei mir hat sich jetzt die Flauschmami und der Cocky verabschiedet. Und die Jessie. Na, die Angie hat ja Männer besucht. Die ist ja am Abend. Die hat sich bei mir auch noch verabschiedet. Die Angie wird gerade gebumst, wahrscheinlich. Die ist am Abtasten. Ja. Die Angie, die hat gerade, die schreit wahrscheinlich gerade. Also meine Lieben, ich bin raus. Gute Nacht, gerne, Philo. Gerne wieder, auch gerne mal ein anderes Game, wenn ihr wollt. Es hat irgendwie übel Spaß gemacht. Ich habe bei Tränen gelacht, es war sehr schön. Ja, du hast auch meistens nur Blödsinn geredet. Naja, das war doch lustig. Also ja, frag mal deine Frau. Ich frag mich ja, wie das der Zock zusammencuttet für ein Let's Play. Ich lasse das. Wenn du das auf YouTube bringst, ist es ultra. Also sowieso, aber ich habe mir überlegt, ich cutte gar nichts.
Ich lasse es wirklich einfach so 1:1 laufen.